Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu unserem Jahresendgespräch hier in der Hansestadt Wismar. Ich darf heute bei dem Bürgermeister im Büro zu Gast sein, Herrn Thomas Bayer. Herr Bayer, vielen Dank, dass Sie unsere Fragen beantworten zum Jahresende. Es geht natürlich nochmal um eine Bilanz eines sehr bewegten Jahres für uns alle. War es ein anstrengendes Jahr, würde ich das sagen auch, aber auch ein bewegendes Jahr natürlich auch. Und das fing so an, Herr Bayer, wenn Sie sich erinnern, noch mit, ich glaube, der 5. Corona-Welle. Ne? Und dann hatten wir gehofft, wir haben es überstanden. Und dann kam etwas anderes, nämlich der 24. Februar und damit die sogenannte Zeitenwende. Würden Sie das auch so benennen, das Datum? Ja, würde ich schon. Also, weil es hat auch für mich vieles an Gefüge und an Sicht auf die Welt völlig durcheinander gebracht. Ich muss dazu sagen, so wie viele andere auch, habe ich die Gefährlichkeit von Putin auch wirklich unterschätzt. Und dass jetzt plötzlich ein solcher Krieg so nah bei uns geführt wird, ist ja nicht so, dass in der Welt kein Krieg gewesen wäre. Das ist auf anderen Kontinenten durchaus so gewesen. Aber so in europäischen Ländern, das habe ich für überwunden geglaubt. Und insofern war das wirklich eine Zeitenwende, glaube ich, für uns alle. Ja. Ja, Herr Bayer, dann kam der Krieg ja auch relativ schnell zu uns, nämlich in Form von Flüchtlingen, von Menschen, die geflohen sind. Und natürlich auf der anderen Seite eine unheimliche Hilfsbereitschaft aus der Bevölkerung. Wie haben Sie das wahrgenommen? Also zuallererst will ich immer sagen, am allermeisten betroffen sind ja die Ukrainerinnen und Ukrainer. Natürlich will ich unsere Betroffenheit jetzt, Stichwort Energiepreise oder so, sowas nicht kleinreden, aber die Menschen in dem Land selbst sind unmittelbar vom Krieg betroffen und sie sind es bis zum heutigen Tage. Und so wie wir das dort wahrnehmen, geht es ja auch offensichtlich weiter. Und da kann ich es mehr als verstehen, dass sie auf die Flucht gehen. Und viele haben das auch getan, auch um ihre Kinder willen, haben aber eine hohe Bindung an das Land. Trotzdem haben sie hier Hilfsbereitschaft erlebt. Und ich wünsche mir und hoffe das auch, dass sie auch weiter erleben werden. Gerade auch im privaten Bereich hat es sehr, sehr viel Hilfsbereitschaft gegeben, aber eben auch die klare politische Entscheidung, dass Deutschland aufnahmebereit ist. Und insofern sind wir auch verpflichtet, dem zu folgen und wir werden diese Verpflichtung auch erfüllen. Ja. Der Krieg ist ja, wenn man so will, schon ein bisschen Routine geworden, obwohl natürlich für die Menschen, die dort vor Ort sind, natürlich nicht. Aber was uns an Meldungen erreicht, und das ist natürlich nach wie vor nicht gut, und da besteht natürlich auch die Angst, dass nochmal so eine Flüchtlingswelle anbrandet, vor dem Hintergrund, dass da die gesamte Infrastruktur zerstört wird. Bereiten Sie sich auf sowas vor? Ja, ich glaube, wir müssen alle da in Hab-Acht-Stellung sozusagen sein. Also für mich ist noch kein Gewöhnungseffekt eingetreten und ich hoffe auch nicht, dass er je eintreten wird, wenn ich die Nachrichten sehe oder auch mich selbst umtue und mir das ein oder andere im Netz anschaue. Wir haben ja auch jetzt Kontakt aufgenommen mit Chornomorsk und wissen, dass auch diese Stadt, die eine mögliche Partnerstadt von uns wird, sein wird, betroffen ist, wo auch Infrastruktur zerstört wird. Und angesichts des Ausmaßes ist es eigentlich erwartbar, dass noch mehr Menschen zu uns kommen müssen. Und dann heißt es für uns, dass wir dann auch irgendwie zusammenrücken müssen. Es gibt natürlich auch die Diskussion, es muss vernünftig verteilt werden, es muss auch was den Schulunterricht betrifft, sehr klug entschieden werden und das auch auf die unterschiedlichen Schulstandorte verteilt werden. Aber dazu werden wir ja wohl in der Lage sein. Das Erste, was sein muss und was ich schlichtweg erwarte und was wir auch erwarten dürfen, ist, wenn diese Menschen kommen, dann nehmen wir sie auf und versuchen sie so gut wie möglich unterzubringen und zu versorgen und ihnen das Leben hier so angenehm wie möglich zu gestalten.
Sprechen wir nochmal über die Folgen des Krieges. Sie hatten es schon angesprochen, natürlich die Energiepreise, die Versorgungssicherheit. Auch das hat natürlich in der Stadt wie Wismar zu natürlich Krisensitzungen geführt. Was macht man, wenn? Natürlich auch Worst-Case-Szenarien, also die Szenarien wurden durchgespielt, was, wenn und so weiter. Wie hat die Stadt darauf reagiert? Wie haben die Akteure der Stadt darauf reagiert, die daran beteiligt waren, Wohnungswirtschaft, Stadtwerke, Entsorgungsunternehmen? Also zum einen, sie haben alle gut zusammengehalten. Zum anderen, wir haben auch konkrete Maßnahmen ergriffen. Teilweise sind wir rechtlich dazu verpflichtet. Es sind ja entsprechende Gesetze verabschiedet und Verordnungen erlassen worden. Es wird Energie gespart, allenthalben. Aber in der Tat, wir bereiten uns auch auf die Situation vor, dass wir dann plötzlich eine Mangellage haben oder einen kompletten Ausfall. In diesen Katastrophenschutzkategorien haben wir, glaube ich, in den letzten Jahren, um nicht zu sagen Jahrzehnten, nicht mehr so stark gedacht. Insofern muss man letztlich feststellen, das ist in einiger Hinsicht auch neu für uns, aber dem haben wir uns jetzt zu stellen. Und für mich, für uns hier in der Stadt geht es zum Beispiel darum, ganz bestimmte kritische Infrastrukturen dann besonders zu schützen. Und das tun wir auch, indem wir zum Beispiel Notstromaggregate beschaffen, unsere Server unbedingt am Laufen halten wollen, die Feuerwehren natürlich in Betrieb halten wollen und natürlich auch das mit vorbereiten, was der Landkreis tut auf Weisung des Landes, also der oberen Katastrophenschutzbehörde, nämlich diese Wärmeräume, Wärmeinseln und die sogenannten Leuchttürme, also Kommunikationspunkte, das auch mit vorzubereiten. Ja, da wird viel vom Energiesparen gesprochen. Wird hier in der Stadtverwaltung gespart? Ja, klar. Wie? Also es wird schon nicht jetzt erst seit dem Jahr 2022 gespart, sondern wir haben vorher hier das Energiemanagement eingeführt. Allein durch effizientere Handhabung der Gebäudeleittechnik haben wir ja schon Energieeinsparungen in den letzten Jahren von 30-40% erzielt. Das haben wir jetzt nochmal intensiviert, teilweise mit technischen Möglichkeiten, teilweise erfolgt das denn jetzt auch. Hydraulischer Abgleich ist so ein Stichwort, Pumpenaustausch ein weiteres, dann auch Austausch der Leuchtmittel, Temperatur 19 Grad in unseren Räumen überhaupt, die Vorlauftemperaturen sind abgesenkt worden, das gilt für alle unsere Gebäude. Die Reihe könnte ich unentwegt fortsetzen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind dazu angehalten worden, auch selber sehr kritisch darauf zu achten. Und ich habe das Gefühl, das gilt natürlich nicht bis in das letzte Ende, da wird noch weiter dran gearbeitet werden müssen, aber dass unser Bewusstsein dafür, dass wir vielleicht vorher auch ein bisschen Energie verplempert haben, generell meine ich das, dass das dann doch gewachsen ist. Wenn man jetzt hört, dass deutschlandweit sogar 25% eingespart worden sind, ohne dass da jemand frieren musste, dann ist das doch schon ein deutlicher Schritt. Und das gilt ja eben nicht nur für die Industrie, auch klar, auch dort ist eingespart worden. Das gilt gerade auch für die privaten Haushalte und für die öffentlichen Verwaltungen. Hier in Wismar gab es, finde ich, einen sehr bewussten Umgang mit dem Thema natürlich Ukraine-Konflikt. Das hatte auch Auswirkungen zum Beispiel auf Schwedenfest, wenn man so will. Man wollte hier nicht Krieg spielen und rumballern, wie vielleicht in den letzten Jahren vor der Pandemie, sondern man hat bewusst entschieden, wir machen das diesmal etwas ruhiger, aber nichtsdestotrotz genauso festlich. Wissen Sie, es gibt da ein Kindheitserlebnis bei mir, das mich ein bisschen geprägt hat. Das will ich jetzt einfach mal erzählen. Das war nämlich mein Vater, der in den Silvesternächten immer sehr bissig reagiert hat, wenn sozusagen so Granaten heulen, also solche Sprengkörper gibt es ja zu Silvester, nachgeahmt wurden. Das hat ihn total an den Krieg erinnert. Und wir wissen, dass hier über 1000 Ukrainerinnen und Ukrainer in der Stadt leben. Und ich wollte
denen das ersparen, das in der Zeit des Schwedenfestes, auch wenn ich weiß, dass das ja historische Gründe hatte. Und das habe ich auch immer befürwortet vorher, aber denen wollte ich das ersparen, dieses Gefühl, dass ihnen jetzt der Krieg doch nochmal wieder auf den Leib rückt. Auch der Landkreis hat zum Beispiel auf die Sirenen verzichtet. Das werden wir nicht für alle Zeiten tun, aber in diesem Jahr habe ich das für angemessen gehalten, ja. Ja, ansonsten war das Schwedenfest natürlich herausragend, wenn man so will. Also es hat all das hat stattgefunden, was man vorher natürlich versprochen hatte auch. Es gab natürlich ganz viel Besucher natürlich auf dem Schwedenfest. Wir selber von Wismar TV haben mitgemacht, auf einer kleineren Bühne als in Vorpandemiezeit zwar, aber auch das hat funktioniert, auch da war gute Stimmung. Wie haben Sie es wahrgenommen, das Schwedenfest? Ich habe es wirklich auch als positiv wahrgenommen. Ich habe auch sehr, sehr viele positive Rückmeldungen bekommen. Gar nicht so sehr im Vordergrund, ach, uns haben die schwedischen Soldaten gefehlt. Klar, wir würden sie auch gerne wieder hier bei uns haben, haben jetzt auch entsprechend Kontakt aufgenommen. Aber das Schwedenfest hatte insgesamt gerade hier auf dem Marktplatz im Jahr 2022 auch einen etwas anderen Charakter. Es war insgesamt etwas ruhiger. Und dafür habe ich durchaus sehr viel Wertschätzung auch von den Besucherinnen und Besuchern und auch von den Wismarerinnen und Wismarern bekommen. Und wir haben ja die traditionellen Elemente auch natürlich auch wieder durchgeführt. Es gab den Schwedenlauf, es gab den Festumzug, also den Schwedenweg. Es gab das Kupp-Turnier, das Kinderschwedenfest, all das, was so dazugehört. Also mir hat das wirklich Spaß gemacht. Klar, ich über die Nicklichkeiten und die Dinge, die auch bei mir ein bisschen Ärger ausgelöst haben, will ich hier nicht groß reden. Das haben wir alles intern ausgewertet und wir werden ja im Jahr 2023 dann einen anderen Partner haben, mit dem zusammen wir das Schwedenfest durchführen wollen. Das heißt, er führt große Teile für uns durch und da werden wir die Erfahrungen aus dem Jahr 2022 auch mit einbringen. Ja. Ein anderes Thema, Wirtschaftsthema, was Wismar auch geprägt hat im Jahr 2022, war sozusagen die Werft. Wir haben Anfang des Jahres natürlich noch den Arbeitskampf erlebt, dass man sich für Transfergesellschaften einsetzte. Dann aber natürlich auch die frohe Botschaft der Übernahme der Werft, wenn man so will, durch ThyssenKrupp Maritime Systems, die hier U-Boote bauen wollen. Und dann natürlich auch nochmal die Botschaft, dass das Riesenschiff, was jetzt noch in der Halle ist, fertig gebaut wird. Wie haben Sie diesen Prozess begleitet? Naja, mit Bangen. Das war schon eine schwere Krise, eindeutig ausgelöst durch die Pandemie. Und insofern kann ich nur sagen, ich bin allenthalben froh. Wir haben auf der einen Seite einen neuen Eigentümer für die Werft. Es werden jetzt hier Marineschiffe gebaut, das gab es bisher noch nicht. Wir werden erleben, dass hier das Großschiff zu Ende gebaut wird. Das wird sehr viel Beschäftigung nochmal generieren. Und nicht zu vergessen, auch die Kabinenfabrik ist übernommen worden von der Firma Eppendorf. Die werden auch nochmal zusätzliche Arbeitsplätze schaffen. Also insofern kann man jetzt nach allem Bangen, das auch wirklich tief in die Menschen hineingewirkt hat und was ja vor allen Dingen die Werftarbeiterinnen und Werftarbeiter betroffen hat, kann man jetzt sagen, es hat zu einem guten Ende geführt. Auch wenn möglicherweise am Ende unterm Strich stehen wird, dass nicht alle beschäftigt werden können. Da bin ich aber nicht pessimistisch, dass es dann nicht auch noch viele Alternativen gibt. Ja. Hewa-Gelände, dort wurde mit dem Bau dieses kleinen Gewerbezentrums mit begonnen. Hewa-Gelände als solches, dort entsteht natürlich ein kleines Einkaufszentrum und so. Soll das mehr Kaufkraft sozusagen in die Stadt reinziehen? Ja, das kann man so sagen. Also es ist schon so gedacht, dass zum einen da ein städtebaulicher Missstand endlich beseitigt wird. Und es war klar, dass die umliegenden Edeka zum Beispiel und Aldi, die waren schon auf dem Trip, sich zu erweitern. Das war völlig klar. Deswegen finde ich es eigentlich sehr gut, dass es sich hier um Umzüge handelt. Natürlich mit dem Effekt, dass größere Flächen dann angeboten werden. Man darf aber nicht vergessen, es werden dort auch öffentliche Stellplätze geschaffen. Es wird dort einen Wohnmobilstellplatz geben und es werden auch Wohnungen gebaut. Das gehört mit zu der Bauleitplanung dort. Das ist einer der aufwendigsten Bauleitpläne gewesen, die wir je hier in der Stadt aufgestellt haben.
Allein die letzte Beschlussfassung umfasste über 3000 Seiten. Das war schon wirklich enorm und zeigt einmal mehr, wie kompliziert auch solche Verfahren sind. Aber letztlich dient es dazu, hier auch Kaufkraft an die Stadt zu binden. Ja. Ja. Das Gewerbegebiet Hornsdorf, wenn wir mal bei der Wirtschaft bleiben nochmal, da hat 2022 nicht so viel stattgefunden, was wir in der Öffentlichkeit darüber berichten konnten, aber auch da laufen Planungen natürlich. Nicht nur Planungen, sondern wir haben jetzt begonnen auch mit der Erschließung. Ja, auch das ist ein kompliziertes Verfahren gewesen. Heutzutage sind solche Bauleitplanungen, also ist dieser planerische Vorlauf, den man dort benötigt, wirklich sehr, sehr komplex. Alle Belange sollen berücksichtigt werden. Wir diskutieren auf der einen Seite, es müsste alles schneller gehen und beschleunigt werden. Auf der anderen Seite möchten wir auch, dass alle Belange berücksichtigt werden und auch alle, die zu beteiligen sind, auch beteiligt werden. Deswegen dauert es dann auch so lange. Wir haben jetzt begonnen mit der Erschließung. Es ist dringendst notwendig, dass wir diese Flächen bald verfügbar haben, denn wir haben keine weiteren mehr in der Stadt. Die wirtschaftliche Entwicklung ist wirklich ausgesprochen positiv verlaufen in Wismar. Und insofern müssen wir auch den Flächenbedarf von denjenigen, die neu hierher kommen wollen, befriedigen können. Ich bin sehr froh, dass wir da auch mit der Gemeinde Hornsdorf bestens zusammenarbeiten und immerhin insgesamt brutto 120 Hektar erschließen. Ja. Und dann geht es ja weiter sozusagen, auch Wohnungsbau soll da draußen entstehen, auch Flughafen zum Beispiel in Richtung Hornsdorf, wenn man so will. Auch an das Gelände will man ran. Ist das konkreter, die Absichten dahinter? Also es ist noch nicht besonders konkret, aber was wir betrieben haben, gerade im Jahr 2022, das haben die Bürgerinnen und Bürger gar nicht so sehr gespürt, das ist Flächenbevorratung. Wir haben nicht nur diese Fläche jetzt von der BVVG gekauft, sondern auch andere. Und auch die Wohnungsbaugesellschaft, unsere eigene kommunale Tochter, hat größere Flächen erworben. Das ist Zukunftsmusik, um die es hier geht. Das wird also nicht dazu führen, dass jetzt sofort der Flugbetrieb in Mückenburg eingestellt wird. Aber mittel- und langfristig werden wir uns denn genau überlegen, werden vielleicht auch die nächsten Bürgerschaften oder der nächste Bürgermeister, die nächste Bürgermeisterin konkreter überlegen müssen. Erstmal haben wir die Fläche, das ist das Entscheidende, und können dann ganz genau disponieren, was dort angemessen ist. Wohnungsbau ist definitiv eine Option. Ja. Zum Thema Wohnungsbau sprechen wir darüber. Wismar ist 2022 wieder ein Stück schöner geworden. Es gab Straßen, die wunderbar saniert sind. Jetzt auch natürlich Wobau hat neu gebaut in der Turmstraße. Das wurde übergeben auch. Was war für Sie da herausragend 2022? Wo waren Sie besonders? Wo sind Sie besonders stolz drauf auch? Also auf Wohnungsbau zum einen wirklich auch. Das ist ja nicht nur die Turmstraße, sondern am Dahlberg ist das Wohnprojekt dort fertig geworden, weitestgehend. Es sind auch immerhin 90 zusätzliche Wohnungen, die dort entstanden sind. Am Friedenshof sind mehrere Blöcke von unterschiedlichen Eigentümern errichtet worden. In den Erschließungsgebieten ist es weitergegangen. Da geht es vor allen Dingen um Eigenheimbau, aber auch teilweise auch um mehrgeschossigen und Mehrfamilienwohnungsbau, Schwanzenbusch ebenfalls. Also, und da müssen wir auch weitermachen. Wir brauchen dringend weiter Wohnungen hier in der Stadt. Ja, es gibt noch ein paar andere schöne Projekte. Also ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass diese im Verwaltungsdeutsch genannte Multifunktionsfläche, jetzt könnten wir sagen alter Hafenspielplatz oder so, dass wir die jetzt in Betrieb nehmen konnten. Die wird fantastisch angenommen. Die Klaus-Jesup-Straße ist fast fertiggestellt. Auch das ist wirklich sehr, sehr schön. Also ich glaube, wir sind insgesamt so in der Stadtentwicklung ein ordentliches Stück auch vorangekommen. Ein paar Spielplätze sind ja auch neu gemacht worden. Wir versuchen also so komplex wie möglich und also sozusagen die Belange auch der unterschiedlichen Wohngebiete dort mit zu berücksichtigen. Sie sehen in Wendorf, dort baut markant und baut gleich auch zusätzlich Wohnungen mit. Das ist ein enormer Bau jetzt mittlerweile geworden. Der wird dann im Jahr 2023
in Betrieb gehen. Auch das ist für mich erfreulich. Es passiert was, über das Jahr 2023 sprechen wir noch gleich. Schauen wir nochmal kulturell zurück auf 2022. Nosferatu war ein großes Thema. Also wir hatten diese Riesenpuppe, die nachts durch die Straßen gezogen ist und für Schrecken und natürlich Spaß gesorgt hat, wenn man so will. Sommertheater genau. In St. Georgen. Wie fanden Sie es, das Sommertheater Nosferatu? Also ich fand das alles schön. Also auch die große Puppe, die ja auch dann zur Verabschiedung der Kreuzfahrer mal auftauchte. Das ist viel gelobt worden, dieses Projekt, und das Sommertheater fand ich selber auch fantastisch. Es ist der Film hier ein paar Mal aufgeführt worden. Ich habe sogar von einer Nosferatu-Gesellschaft oder Friedrich-Wilhelm-Murnau-Gesellschaft, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, einen sehr schönen Brief bekommen, die uns dazu gratuliert haben, dass wir mit diesem Thema so durchgedrungen sind. Also medial hatte das schon eine gewisse Reichweite. Und das fand ich ganz erfreulich. Wir alle wissen jetzt, dieser Film wurde in Wismar gedreht und das ist sehr würdig und auch vielfältig begangen worden. Ja, das hat wirklich, wenn man so viel Filmgeschichte geschrieben. Ein anderes Thema, was damit zu tun hat, waren natürlich auch diese einmaligen Kulissen, die natürlich mit dem Status von Wismar als UNESCO-Welterbestadt zu tun haben. Das haben wir ja dieses Jahr auch gefeiert, 20 Jahre. Wir hatten eine schöne Serie, Sie hatten auch mitgespielt, und zwar Mein Welterbe. Was macht das Welterbe mit den Menschen hier in Wismar? Herr Bayer, was glauben Sie? Ich glaube, das ist vor allen Dingen Stolz, der da mit erzeugt worden ist. Das hat man schon damals gemerkt, als wir 2002 dann auf die Liste der UNESCO kamen, zusammen mit Stralsund. Und das merke ich auch immer wieder, wenn die Menschen aus unserer Stadt ihren Gästen etwas erzählen über Wismar. Und klar, da ist dann manchmal auch so ein Tonfall mit dabei. Naja, das ist aber auch ganz schön anspruchsvoll. Also klar, das Welterbe ist auch, das ist nicht nur Ehre, sondern das ist eben auch Anspruch, den wir erfüllen müssen. Aber vor allem steht die Ehre im Vordergrund. Wir hatten ja immerhin die zentrale Eröffnungsveranstaltung zum Welterbetag hier, oder die Zentralveranstaltung zum Welterbetag für ganz Deutschland hier auf dem Marktplatz. Und das ist auch schon wahrgenommen worden, dass wir jetzt 20 Jahre Welterbe sind. Und ich finde, es hat uns was gebracht, weil auch der Anspruch gerade im Welterbegebiet bei Neubauprojekten durchaus erfüllt wird. Ja, sehr, sehr spannend, sowas auch zu begleiten, natürlich diesen Welterbestatus natürlich und was alles mit dazugehört, auch für uns als Medium. Nochmal ein Thema, wir haben jetzt sozusagen natürlich nochmal den Ausblick auf 2023, worauf freuen Sie sich besonders? Vielleicht Wiedereröffnung Pöhler Straße? Ja, das ist ein Großprojekt, was ja auch wirklich in einer Weise durchgeführt wurde, die ja vielleicht auch manche Kritiker haben verstummen lassen. Ich finde, auch wenn jetzt der Zeitverzug eingetreten ist, das war ja fast zu erwarten, aber das hält sich ja alles noch sehr in Grenzen. Das ist schon letztlich für uns ein Fortschritt und hat im Übrigen auch was mit Zukunftsfähigkeit und Nachhaltigkeit zu tun, denn was damit gestärkt wird, ist ja der Schienenverkehr. Und da haben wir durchaus auch noch ein paar andere Dinge in der Pipeline. Im Jahr 2023, Egger wird ja sein Unternehmen erweitern und wir werden das Schienennetz dort erweitern, um den Anteil, der über die Schiene zum Industriegebiet transportiert wird oder auch dort wegtransportiert wird, weiterhin sehr hoch zu halten. Das ist eins der wichtigen Vorhaben. Es wird weiter geplant in Sachen Hochbrücke. Das tun nicht wir, sondern das Land, aber wir sind natürlich beteiligt. Ja, ich freue mich natürlich auch auf weitere Wohnbauprojekte. Ich weiß, dass die Wohnungsbaugesellschaft da das eine oder andere auch plant, aber auch die Genossenschaften. Ich freue mich auf tolle Veranstaltungen, so wie wir sie auch im Jahr 2022 erlebt haben, ob es das Sommertheater ist oder die Festspielkonzerte, die NDR-Konzerte, die vielen Veranstaltungen, die aber auch privat organisiert werden, auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Wismar ist da schon Veranstaltungsstadt.
Wir werden auch weitere Projekte fortsetzen, die Sanierung der großen Sporthalle, Sport- und Mehrzweckhalle an der Bürgermeisterhauptstraße, werden bald mit einem neuen Projekt beginnen, nämlich mit dem Neubau der Sporthalle am Friedenshof. Das heißt, die alte wird dort dann abgerissen, gerade in die Sportinfrastruktur wird doch jetzt einiges investiert. Vorbereitungen laufen für das Stadion, wo wir jetzt gerade eine Förderzusage bekommen haben. Und auch für das PSV-Stadion gibt es ja schon eine Zusage, das wird ebenfalls vorbereitet. All die benannten Projekte, Flächenentwicklung, also an der Schweriner Straße, ehemaliges Hewak-Gelände oder oben Kritzow, Gewerbegebiet, das geht ja weiter, wird uns auch sehr intensiv beschäftigen. Aber daneben werden uns auch weiter die Krisen beschäftigen. Auch das wird unser Job sein. Ich sehe nicht, dass das Jahr 2023 ein krisenfreies Jahr wird, und dem haben wir uns zu stellen, und ich betrachte es immer wirklich als Herausforderung, und dieser Herausforderung haben wir uns zu stellen. Ja, sehr spannend. Wir stellen uns natürlich auch der Herausforderung, wenn wir jetzt mal so eine kleine Bilanz ziehen. Wir sind jetzt seit 2 Jahren, seit Anfang 2020 ja neu auch in Wismar als Team, wenn man so will, in der neuen Struktur von Wismar TV. Wie bewerten Sie diese Arbeit in den letzten 2 Jahren? Es war ja sozusagen auch geprägt natürlich von Pandemie, von den Krisen auch, mit denen wir uns natürlich auch auseinandersetzen mussten, aber da natürlich auch, glauben wir, ein Stück weit die Stadt natürlich auch begleitet haben. Ja, ich finde, das ist wirklich eine Stärke, dass Sie über dieses Medium unmittelbar aus der Stadt und aus der Region berichten und die Zuschauerinnen und Zuschauer genau das, was Sie vor Ort erleben, dort auch nochmal vermittelt bekommen, erklärt bekommen oder wie auch immer. Und Sie haben ja die Vielfalt der Beiträge etwas ausgeweitet. Und das kann ich mir nur auch weiter wünschen. Es ist wichtig, dass die Menschen informiert sind und informiert werden. Natürlich auch kritisch informiert werden, das gehört dazu, aber möglichst auch so zeitnah, wie es irgend geht, und so objektiv, wie es irgend geht. Ja, wir hatten ja einen sehr schönen Film produziert, zusammen mit der Hansestadt Wismar. Da ging es um die Mitarbeiter auch der Verwaltung. Sollte natürlich auch Werbung sein, natürlich ein Stück weit für die Hansestadt, aber auch hier in Wismar mitzuarbeiten. Was hat Ihnen besonders an diesem Filmprojekt gefallen? Sie haben ja mitgewirkt. Ja, es ist immer schwierig, über etwas zu sprechen, woran man mitgewirkt hat. Also ich glaube, das Entscheidende an dem Film ist wirklich, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selbst zu Wort gekommen sind und damit dann so das Gefühl vermitteln, oh Mensch, das sollte ich mir doch vielleicht noch mal ein bisschen genauer angucken. Das scheint ja Spaß zu machen, da in der Stadt und für die Stadt zu arbeiten. Und genau den Effekt sollte der Film ja auch erzielen. Ja, letzte Frage. Worauf freuen Sie sich 2023 persönlich besonders? Gibt es da etwas? Ja, es gibt etwas, aber ich werde hier nicht alles lauthals so sagen. Ich freue mich insgesamt auf ein bestimmt buntes Jahr. Ich freue mich auf Reisen, die ich dann mal im Urlaub auch machen werde, die dann hoffentlich klappen. Das war in der Pandemiezeit ja so nicht möglich. Ja, und dann darf ich mich auf reichlich Arbeit auch freuen. Ja, Herr Bayer, Sie hätten jetzt nochmal die Möglichkeit, sozusagen den Zuschauer direkt zu adressieren natürlich und vielleicht einen Neujahrswunsch sozusagen direkt an den Zuschauer zu vermitteln. Ich danke Ihnen natürlich für dieses Gespräch und wir sehen uns ja wieder. Sehr gern. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich darf Ihnen für das Jahr 2023 wirklich viel Glück wünschen. Ich wünsche Ihnen vor allem auch Gesundheit. Das ist uns ja einmal mehr jetzt bewusst geworden, was für ein hohes Gut es ist. Und ich wünsche Ihnen auch viel Kraft, denn klar, es ist jetzt eine nicht ganz einfache Zeit. Vielleicht haben wir mit solchen Dingen, wie wir sie jetzt erleben, so nicht gerechnet. Wir sind aber stark genug. Und was ich mir wünsche, ist, dass wir beieinander bleiben, dass wir zusammenrücken und so wirklich gemeinschaftlich den Krisen trotzen und dabei aber Solidarität auf keinen Fall vergessen. In diesem Sinne Ihnen allen ein frohes und gutes Jahr 2023.